des Morgens aber hielt ihn alle hohe Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesu, dass sie ihn töteten und bunden ihn, führeten ihn und überantworteten ihm den Landpfleger Pontio Pilato. Da das sah Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereute es ihn und brachte herwieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was ihr auch tut, das Wand, was gegen uns, was handelt sie denn dazu? Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und erhängete sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Ich war's, das ist das Leben, das ist das Leben, das ist das Leben.